Sind wir in Zelda drin? Sein Arm. Ich dachte, jetzt kommen Credits oder sowas. Zelda! Willkommen! Yes! Nochmal so. Gerade die Musik ist so ein Remix vom Main Theme, ne? Zelda! Nimm meine Hand. Ja, geil. Kommen wir jetzt nach unten? Ach so, Link überlebt das natürlich, ja. Shit. Warum frage ich überhaupt? Ist das nicht sogar der See, wo wir ganz zum Beginn reingefallen sind? Ich glaube schon, ne? Oh, sieht das geil aus. Dämonenkönig, du hast ihn wirklich besiegt. Unglaublich.
Das ist wie ein Traum. Aber wie bin ich? Ich erinnere mich. Ich habe geschlafen. Unermesslich lang. Doch dann hat ein Gefühl mich umhüllt. Sanft und warm, unendlich groß. Und ich bin aufgewacht. Ganz weit in der Vergangenheit, wem ich da alles begegnet bin. Ich habe dir so viel zu erzählen, jetzt wo ich hier bin. Wieder hier, zu Hause. Mission abgeschlossen. Cool. Schön, dass man das noch gesagt bekommt. Ich würde das gerne hören, was sie aus der Vergangenheit zu berichten hat. Was? Credits? Wir kriegen nichts weiter zu hören? Nein, ich will noch mehr. Aber es gibt ja noch Postgame, ne? Tränen des Königreichs. Tränen in vielerlei Hinsicht, muss ich sagen. Tatsächlich. Was ein krankes Spiel. Wir haben es ein bisschen zu früh abgeschlossen. Das wusste ich leider nicht. Aber ich glaube, wir können ja nach der Hauptstory noch weiterspielen tatsächlich. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir lassen mal die Credits durchlaufen und ich sag danach noch was. Falls wir danach noch Zeit haben, weil Credits bei Nintendo gehen immer sehr, sehr lang. Deswegen viel Spaß mit den Credits.
What the fuck ist das für eine Musik, Alter? Was ist das? Aber noch nicht ganz Ende. Oh. Title Scream? Okay. Title Scream? Ich drück mal auf Fortsetzen. Siegelstätte. Ah. Okay. Aber da ist ein Stern. Da ist ein Stern daneben dran. Ja. Dann können wir jetzt ja über das Spiel reden eigentlich. Dämonenkönig wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Aha. Ach, und jetzt quasi kann man das Postgame starten, bevor man Ganon... Ah, jetzt haben wir auch alle 22. Okay. Ich hätte gern noch mehr erfahren zu Zelda am Ende. Mich hat's gewundert, dass Zelda nicht in Tränen ausgebrochen ist. Das war ein bisschen seltsam. Ja. Wir haben aus Versehen das Spiel beendet. Und ich muss wirklich sagen, aus Versehen, weil ich habe wirklich gedacht, ich muss in den Untergrund, um nach oben zu kommen. Beziehungsweise irgendwie eine Barrikade ist, die ich erst beseitigen muss von unten her quasi. Aber dass unten der Typ dann macht, das habe ich jetzt nicht erwartet eigentlich tatsächlich. Ich dachte wirklich, der sitzt im Schloss drin, weil das Schloss ja auch hochgehoben wurde. Ich meine, warum sollte das Schloss sonst hochgehoben werden? So, ne? Das war mein Denken halt. Ja. Wir müssen das ganze Schloss noch erkunden.
Das wird aber auch relativ schnell gehen, würde ich sagen. Und der Schrein noch. Der letzte Schrein fehlt noch. Jo. Der Rest ist eigentlich erledigt, bis auf... Ne, hier das da noch. Und was ist das da? Ach, das Reckengewand. Stimmt, das finden wir aber oben im Schloss. Deswegen dürfte das jetzt nicht das Problem sein. Ich würde mal sagen... wir müssen mal was über das Spiel erzählen. Und... ich werde das hier mal entfernen. Das andere lasse ich mal da, weil, ne? Why not? Dieses Spiel ist krank. Krank bis zum geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, das alles zu erklären. Die Story ist von Anfang an krass. Super krass. Ja, also... ich würde auch so sagen, noch ein Ticken heftiger als Breath of the Wild, aber... viele werden vielleicht auch sagen, nee, es war nicht so krass wie Breath of the Wild, aber... man muss da eine Sache bedenken. Breath of the Wild war das erste Spiel in diese Richtung. In dieses... ja... riesen Open World Zelda, ich nenn's jetzt einfach so, okay? Das ist die erste Richtung ja so gewesen, ne? Und damit hat Nintendo einen krassen Erfolg gelandet. Wenn Tears of the Kingdom das erste Spiel gewesen wäre, würden viele sagen, Breath of the Wild wäre, ne? Wenn ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das zweite Spiel ist immer so... die Erwartungen sind immer so, dass das noch krasser übertroffen werden muss. Ne? Das ist halt leider so. Aber ich muss sagen, es war schon fucking krass. Also von der Story her, heftig. Die Tempel, krass. Der Donner-Tempel war sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Aber sonst passt das. Ne? War okay. Das ist ja immer noch eine Hauptstory. Ne? Hauptstory muss nicht schwer sein. Der Endboss war krank. Also drei Phasen. Mit der zweiten habe ich gerechnet. Mit der dritten, dass er sich in Drachen verwandelt, habe ich nicht gerechnet. also storytechnisch 100 Punkte. Grafiktechnisch nur 95, weil es gibt eine Sache, die mich absolut stört und das muss leider bestraft werden. Das ist dieses overkrasse Überbelichtung. Diese Lichteffekte sind krass schön. Nee, komm, wir geben 99. Wir machen einen Punktabzug, okay? Aber dieser Bloom-Effekt war zu heftig. An manchen Stellen. Wenn du im Hebra oder in hier Gerudo Hochebene da rumgelaufen bist, du hast einfach nichts gesehen. Weil einfach alles weiß war. Du konntest einfach nichts sehen, weil es so geblendet hat. Das war schon ein bisschen krass. Ich habe das ja für euch einen Ticken reguliert, dass es ein bisschen dunkler ist. Ich wollte es aber auch nicht zu dunkel machen, weil sonst sind die Höhlen bei euch ganz, 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 ganz dunkel. Das wollte ich dann auch nicht. Aber ich habe ja, das Video ist ja so bearbeitet, dass ihr ein bisschen mehr Sättigung habt, ein bisschen mehr Farbpower. Habe ich ja extra so eingestellt. Es gibt drei Weltenbereiche, sage ich mal. Du hast einfach Untergrund, Overworld und nochmal Himmel, was einfach die Spielfläche um das Dreifache erhöht quasi, zu Breath of the Wild, weil das ist ja die Map von Breath of the Wild nur mal 3. das war echt cool eigentlich. Es gibt viele Easter Eggs, ne? Es gibt viele logische Sachen, wo du eigentlich so gar nicht drüber nachdenkst, so zum Beispiel hier alles, was schwarz ist, ist hier oben Fluss. So, weißt du, Das ist schon eine krass logische Überlegung eigentlich, finde ich. Das finde ich super geil. Oder auch, dass unter jeder Wurzel ein Schrein ist. Wo die Erklärung herkommt, keine Ahnung, kann mir niemand erklären. Aber das sind so coole Sachen. Dafür kriegt das Spiel auch 100 Punkte. Oh, da steht sogar, wir haben 96,99 von 100% abgeschlossen. Was zählt denn noch zu den 100%? Wahrscheinlich die letzten Missionen, ne? Aber da, wir haben jetzt eine Prozentanzeige. Also für den ersten Durchlauf finde ich das gar nicht so schlecht. Also fast 97%. Ja, moin.
Ja, am Ende war ich ein bisschen verloren tatsächlich, weil ich echt dachte, wir müssen in den Untergrund. Aber okay, ne? War halt mein Problem. Aber das soll jetzt nicht das Spiel dran leiden. Aber manchmal hast du das Gefühl, dass du ein bisschen verloren bist. Ja, Overworld war geil gestaltet. Die Höhlen haben das sehr krass aufgehört. Ich habe gedacht, man würde sich langweilen, weil man Breath of the Wild schon gespielt hat. Tut man nicht. Man langweilt sich nicht, weil man so viele andere... Die Landschaft sieht anders aus. Du kannst Sachen wiedererkennen, was ich geil finde, aber sie sind auch verändert und es ist nicht alles dasselbe. Die Höhlen machen das so gut. Ja, das ist super gemacht. Auch diese Labyrinthe waren geil. Der Wald der Korks war wie immer geil. Das mit den Tränen war auch cool gemacht. Ne? Auch die Erinnerung quasi dahinter versteckt. Die Brunnen waren... Hätten die jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt da sein müssen. Aber okay. Waren sie halt. Ist halt noch mehr zu erkunden. Es gibt krasse Gegner. Gegner haben sich natürlich wiederholt, aber es gibt auch Gegner, die sich verändert haben. Durch das Miasma, durch die Rüstungen, ne? Durch die verschiedenen neuen Waffen und alles. War schon cool. Es gibt auch neue Gegner, ne? Diese Gyptus zum Beispiel. Die Bosse waren krass cool. Ich weiß noch nicht, was der coolste Boss war, aber war schon geil. Ne? Also, wie gesagt, alles, was mit der Story zu tun hat, 100 Points. Also auch Bosse und so ein Kram. Ist ein bisschen schade, dass nicht noch mehr neue Monster dazugekommen sind. Das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, so aus alten Zelda-Teilen. Zum Beispiel diese Dekoradia-Pflanzen zum Beispiel, ne? Dass man die noch integriert hätte. Das wäre doch irgendwie funny gewesen. Oder ja, einfach so alte Gegner. Weil dieses Spiel ist ein reines Easter Egg eigentlich. Weil du so viele... Ja, Sachen hast, die sich halt, ne, an alten Spielen auch orientieren. Zum Beispiel hier diese Insel, Makoro-Insel, ne, der Krog, der von dem Wald weggegangen ist und dann irgendwo gestorben ist. Ne, das, und der Baum stellt Makoro eigentlich dar. Ne, das ist, es gibt so viele krasse Stories, es gibt auch viele Sachen, die ich nicht kapiere. Ne, oder nicht weiß, weil ich einfach nur... Ich habe nur Zelda Twilight Princess gespielt. Das ist das ein... Und Breath of the Wild, okay. Aber, ne? Ich habe nur das eine Spiel von Zelda gespielt. Die anderen habe ich alle nur entweder geguckt als Let's Play oder, ja. Ne, eigentlich nur als Let's Play. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen husten. Moment. So, die Missionen waren krass, also die waren echt cool gemacht, auch hier mit Angelstedt zum Beispiel, dass man das Piratenpack da erstmal beseitigen muss, danach die Stadt wieder aufzubauen, ne, alles super geil, es war alles super, ja, am schlimmsten, dieser Lichteffekt, ne, es ist einfach zu hell manchmal gewesen. Aber sonst hat man da nichts dran auszusetzen. Fähigkeiten technisch super cool gemacht. Ist super geil geworden. Mit dem Arm und dass die Fähigkeiten damit verbunden waren und so. Super, super, super geil gemacht. Und wie gesagt, die Crocs ist halt echt. Und du kriegst halt wieder am Ende nur diesen goldenen Scheißhaufen, ne? Nur damit du sagen kannst, ja, ich habe alle Crocs gesammelt. Es ist unfassbar. Wir haben 997. Also wir könnten wahrscheinlich auf 991 und dann über 90 kommen wir. 990. Uns fehlen so 8 bis 10 Crocs. Ja, also die habe ich jetzt schon ausgelassen aus der Rechnung. Ja, wenn wir die haben, haben wir diese Anzahl. Die Rätsel waren cool. Da waren so coole Rätsel zwischendurch, auch in den Schreinen manchmal. Die Schreine, muss ich aber ehrlich sagen, waren echt teilweise sehr, sehr einfach. Und es gab sehr, sehr viele Segensschreine. Aber liegt auch daran, weil die Umgebung dann irgendein Rätsel bereithielt. Was wiederum geil ist dann. Und du dann durch so einen Schrein belohnt wirst. Geile Sache eigentlich. Finde ich besser auch so. Ja, lieber mehr Segensschreine und dann außerhalb was Cooles noch machen.
Tempel habe ich schon gesagt. Die Charaktere waren super geil. Was mich mega abgefuckt hat, ist, dass die Main Characters nie Full Voice hatten. Es gab nie Full Voice. Das fand ich so schade. Ich meine, selbst wenn zum Beispiel Riju ihre Fähigkeit macht, oder zumindest wo sie mit uns gekämpft hat, hat sie zum Beispiel selber Stimme gehabt, ne? Das ist halt voll geil. So, das kann man über das ganze Spiel hinweg so machen. Das muss man nicht nur mit den Sequenzen machen, meiner Meinung nach. Aber Character Designs, alle krass schön. Super gut gemacht. Ja, auch diese Rätsel von den Höhlen auch immer geil. Auch die Rätselschreine waren auch immer relativ gut eigentlich. Nur halt sehr einfach, ne? Aber bei der Menge an Schreinen und der Menge an Erkundungen ist das verständlich. Ja. Sind wir damit ungefähr fertig mit der Overworld? Also das Schlimmste an der Overworld ist eigentlich die Crox, ne? Muss man ja mal so sagen, ne? Die, ja, und die Brunnen sind halt relativ nutzlos, wenn man das so sagen kann. Aber es ist halt noch eine schöne Zusatzmission, sage ich mal, ne? Ja, die Miasma-Schächte, stimmt. Auch eine geile Idee, eine Verbindung in den Untergrund. Das mit den Jäger war so funny. Das war so geil mit Koga einfach. Und dass du einfach selber ein Jägeroffizier bist und du die einfach die Sachen von denen snackst, ist einfach so geil gewesen. Also, da waren so viele coole Sachen dabei. Auch die Nebenmissionen, super geil, ne? Es gab so viele Missionen, die darf man eigentlich fast gar nicht verpassen, ne? Ja. Wie gesagt, mit dem Teleport hätte ich gern später noch, dass man sich zu einem Stall hin selber porten kann irgendwie. Von mir aus so wie in The Witcher, dass die hier so einen Signpost haben, also ein Wegweiser nennt man das, genau. Schon ewig nicht mehr benutzt, weil ich habe das Wort alleine habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört, ein Wegweiser. dass man sich dahin porten könnte. Joa. Ja, storytechnisch, sequenztechnisch, musiktechnisch kann ich nichts dazu sagen. Doch, musiktechnisch muss ich leider was sagen. Und zwar Hebra und Gerudo war es, glaube ich. Gerudo Hochebene. Die Schneemusik war echt mega langweilig. Immer dieses Bling, Bling. Bling, Bling, Bling. Bling, Bling. So, weißt du, wo Musik so... Bisschen Background-Musik vielleicht? Mehr? Also das war also dieses komische... Ihr wisst, welchen Soundtrack ich meine, ne? Dieses, wo es dann nur so zwei, dreimal Bling-Bling macht. Aber zum Beispiel der Soundtrack, der gerade läuft. Ein krasser Höhlen-Soundtrack hier fürs Ende. Super geil. Nur Overworld-Musik könnte man noch ein bisschen mehr pushen. Das stimmt. Gehen wir mal in den Himmel. Himmel war krass. Zwei Tempel im Himmel, voll okay, sind super weit auseinander. Die Himmelsinsel waren schwer zu erreichen, wenn man nicht dieses geile Fahrzeug hatte. Wenn man ohne das Fahrzeug das Spiel gemacht hätte, wären wir locker bei 600, 700 Folgen. Weil mit unserem komischen Fahrzeug das zu machen, ne, no fucking way. Auch die Crocs sammeln, no fucking way. Wenn dieser Typ das nicht entdeckt hätte, der müsste eigentlich mit Milliarden belohnt werden, der dieses Fahrzeug erfunden hat. Auch aber super krass gemacht, auch mit den Irrschlössern, dass die quasi dreimal so viele. Es gab in T. Es gab nur vier Irrschlösser damals, oder? Ich weiß das schon gar nicht mehr, weil das ist so lange her. Aber du hast einfach im Himmel nochmal und im Untergrund und die sind alle verbunden. Super geile Idee. Super geile Idee. Auch die neuen Rüstungen, ne? Die neue Aero-Rüstung. Super geil für sich in der Luft zu bewegen, ne? Auch rüstungstechnisch super geil. Finde ich extrem gut. Die Hauptinsel ist natürlich krass, aber es ist sehr leer. Ne? Also der Himmel ist schon sehr, sehr leer. Auch es ist halt fast überall dasselbe. Ne? Entweder musst du einen Kristall holen oder du musst einfach in den Schrein reingehen. Ne? Oder du musst irgendeinen Boss besiegen. Da hätte man noch mehr machen können, ne? Wenn man schon sagt, okay, wir bieten den Himmel an. Aber reicht aus, sag ich mal, ne? Wenn es noch mehr gewesen wäre, dann wären wir auch nicht mehr hinterhergekommen.
Weil das ist schon sehr viel gewesen. Das auch mit den antiken Monumenten fand ich auch sehr cool. Diese Insel hat mich am meisten abgefuckt, muss ich ehrlich sagen, weil ich, ja, ne, ich hatte ja gedacht, man muss da irgendwie hinkommen, aber das ist ja das Ding, was in den Dings runtergefallen ist, was ich super spät erst bemerkt habe. Ja, Wassertempel war, ach, Windtempel war krass und der Wassertempel natürlich auch. Der Boss vom Wassertempel war jetzt nicht so geil, fand ich. Okay, der Schlammhai war schon cool, aber dieser komische Oktopus da, der war einfach weird. Aber ist egal, es ist alles okay. Ja, wie gesagt, auch der Himmel viel zu hell, ne? Also das Licht ist zu krass einfach gewesen. Und ich hätte mir hier gerne noch mehr Easter Egg gewünscht beim Tempel der Zeit. Einfach die Tempel der Zeit Musik. Das ist schon, also die aus Twilight Princess. Das wäre... Spielt die da überhaupt? Ich war schon lange nicht mehr da. Kann auch sein, dass die da spielen. Aber ansonsten war alles okay. Untergrund. Sehr schlecht. Also schlechter als die anderen. Ist für mich der schlechteste Part. Warum? Super leer. Du gehst eigentlich nur von Wurzel zu Wurzel. Mehr machst du nicht. Vielleicht noch die Minen. Die Minen zwischendurch sind geil, ja. Also, ich meine jetzt nicht diese Main-Minen, sondern diese kleinen Minen hier. Diese hier zum Beispiel. Weißt du, diese kleinen Minen, die sind super geil zwischendurch. Aber der Rest ist so super leer einfach. Das hat mich ein bisschen, naja, ne? Aber okay. Magierstatuen fand ich auch eine coole Idee. Geistertempel. Super krank. Weil... Das ist ja eigentlich ein komplett optionaler Tempel. Du brauchst den nicht. Ich meine, die Hauptdinger sind eigentlich die vier... Ne? Die vier Hauptdinger. Die vier Haupttempel. Aber du hast hier einfach noch den Geistertempel. What the fuck? Das ist einfach richtig krank. Ja, die Koga-Story, die Episoden, generell die Quests, ne? Dieses Episodendings, super geil. Dass du hier so Special... Missionen hast, sag ich mal. Dann hast du noch diese... Ah, hier steht's auch. Da steht jetzt auch, wie viele Missionen wir abgeschlossen haben. 59 von 60. Ja, okay. Ich finde nur das Hyrule-Handbuch, ne? Hauptziele haben wir noch 5. Ach so, da kommt noch die Quest, die ich eben erwähnt hatte, ne? Schrein-Quest haben wir alle. Und Nebenaufgaben. Da kommen noch 4 Stück dazu. Ja, klar. Eins ist noch das Reckengewand, aber... Der Rest kommt ja noch. Ja, und hier fehlt natürlich noch die letzte Erinnerung. Ich weiß nicht, wo die ist. Keine Ahnung. Aber das kriegen wir noch hin. Die kriegen wir noch geschafft. Außer das Hyrule Handbuch, das kriegen wir halt nicht geschafft. Das ist halt so eine... Ja, investieren nochmal 200 Stunden gefühlt. An sich Kartenfunktion sehr geil. Ne? Was ich mir noch gewünscht hätte, ist, dass du, wenn du hier hingehst... Dass du unten rechts angezeigt bekommst, welchen Punkt du gerade anvisierst. Weil aktuell wird mir nur angezeigt, wo ich stehe. Aber ich will wissen, wenn ich hier eine Markierung setze, okay, was ist das für ein Ort quasi? Also, was ist das für eine Koordinate? So. Ja, aber ansonsten richtig geile Sachen im Untergrund. Diese Arenen waren geil im Untergrund. Dass die Bosse recycelt werden im Untergrund, finde ich auch gut, dass du dafür belohnt wirst. Finde ich sehr, sehr cool. Man muss sich halt nur die Zeit dafür nehmen, dann kann man da halt immer 100 Rubine bekommen. Nee. Kriegst du immer Sonanium, ne? Oder was kriegst du da? 100 Sonanium-Kristalle kriegst du immer, ne? Irgendwie sowas. Ja. Aber es war schon, also der Geistertempel war das Highlight des Untergrunds. Neben den Zentralminen und der Koga-Questline. Ja, die Jägerdörfer, waren jetzt nicht so spannend tatsächlich. Du gehst einfach rein, besiegst den einen Typen und du holst dir das Ding raus. Ne, weiß ich nicht. Stimmt, der Lava-Bereich, der war auch ziemlich cool. Da war schon geil, der Lava-Tempel, ja. Feuertempel war schon cool. Ja, das wär's zu den Maps. Wie gesagt, Quests habe ich erwähnt.
Dass man jetzt eine Mission hat nochmal mit den, dass man die ganzen Dinger hier, ach so, hier müsste man auch ein Foto machen, ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Dass man die nochmal als Mission irgendwie sammeln muss, muss jetzt nicht sein. Geil nochmal, dass man diese Upgrades für den Chica-Sensor bekommen hat, wie ein Chica-Stein. Obwohl, das ist ja nicht das Chica-Stein, das ist ja das Pura-Pad. Geil, diese Upgrades, plus, dass du diese diese ganzen Bonus-Sachen bekommst. Das ist auch crazy einfach. Das mit den Schwüren, saugeile Sache. Dass du die verstärken kannst, noch geilere Sache. Fähigkeiten verstärken, wichtig in Spielen. Super wichtig. Auch hier so random Sachen. Erdmanipulation. Hallo, wer rechnet denn damit, dass du die Erde manipulieren kannst? Ja, diese Bauplansteinplatten für Standardsachen, für die Bauautomatik. Okay. Diese Jägerbaupläne. Okay. Alte Karte. Okay. Auch cool eigentlich. Ne? Finde ich eigentlich cool. Ist ein Easter Egg aus Wind Waker mit den alten Karten. Das mit den Stellen. Ja, okay. Weiß ich nicht, ob sich das wirklich so lohnt. Dieser Lichtbringerorden. Die Brunnenbelohnung, ja. Das sind halt Trophäen hier, ne? Da kommt jetzt noch theoretisch die Krog-Dings dazu und dann kommt wahrscheinlich noch, wenn du alle, ja, keine Ahnung was. Vielleicht, wenn du alle Schreine gemacht hast, dann kriegst du vielleicht noch was. Ja. Food-System hätte man meiner Meinung nach noch ein geiler machen können, vielleicht. Aber ist jetzt auch nicht. Also muss jetzt auch nicht sein, ne? War schon. Ist halt so, ist cool. Es gibt coole Sachen hier, diesen Fitness. Das ist das overpowered Item eigentlich hier. Einfach komplett aufleveln mit Ausdauer. Schon saugeil. Ja, wie gesagt, hier hätte ich noch gern, dass man Monstermaterial und Essensmaterial trennt, weil das ist echt immer verwirrend, wenn du hier irgendwas haben willst. Waffen, dieses Waffen-Kombinieren-Ding ist so geil eigentlich, ne? Du kannst da super, ich habe da super viel Zeit drin gesteckt in dieses Kombinieren und immer die geilsten Waffen versucht rauszupicken. Hier unsere geilste Waffe, 116 Damage. Wir könnten eine erschaffen mit 150, aber brauchen wir nicht. Schilde benutzt man irgendwie, also ich habe einen sehr wenigen Schildverbrauch. Ich glaube, dieser Chimären-Schild. Ich glaube, den habe ich gefühlt seit 250 Folgen. Und ich habe den halt nie benutzt, ne? Könnte man mal machen. Einfach so, just for fun. Der Bogen ist einfach der overpoweredste Bogen. 5 Schüsse. Das ist so ein kranker Bogen einfach. Der ist komplett overpowered. Und diese Rüstung ist natürlich auch komplett overpowered, weil der Typ am Ende hat uns ein Herz Schaden gemacht. Klar, der kann auch dein Maximalherz killen. Okay, ist schon krass, aber wenn du einfach ausweichst und ja, du musst halt ausweichen können, das für den Bossfight ist es wichtig. Ja, ansonsten, das mit den Sonar-Bauteilen finde ich cool, nur irgendwann vergisst man halt, dass man die hat und baut alles mit der Bautomatik, mit Sonanium. Man hätte auch viel mehr hiermit kombinieren können, ne? Ja. Aber diesem Bautomatik-System. Generell zu diesem Bauersystem, das ist manchmal ein Abfuck. Richtiger Abfuck. Weil dieses Zusammensetzen, klar, dass ich stelle mir den Programmieraufwand dahinter halt vor. Und ich stelle mir das so krank vor, wie was da an Programmierarbeit hinter steckt, dass du jedes Ding mit jedem Objekt gefühlt auf der Welt kombinieren kannst und irgendwie anbappen kannst. An jede Ecke, an jede Kante, das ist schon echt krank. Naja, also, das ist schon heftig. Aber manchmal ist es halt. Buggy, deswegen gebe ich da auch keine Minuspunkte. Aber es ist halt schon manchmal super Abfuck. Noch mehr Abfuck ist links Klettersprung-Dings manchmal, dass der überall dran klettern will. Und wenn er sich da mal festhalten soll, dann hält er sich nicht fest. Das verspätete Paragliding öffnen, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, keine Ahnung. Das hat auf jeden Fall auch manchmal sehr genervt. Aber ganz ehrlich, wenn du dich in einem Spiel nicht aufregst, dann kann es schon nicht das Game of the Year sein, meiner Meinung nach. Ich meine, bei mir ist Game of the Year Octopath Traveler 2. Und ich hab's geliebt einfach. Klar hat man da auch manchmal geraged zwischendurch, aber ne? Muss halt sein. Es gehört halt dazu.
Ja, und die Vielfalt an Rüstungen, ne, ist halt so krass, dass es auch neue Fähigkeiten endlich gibt. Auch so Easter Eggs, ne, mit diesen Helmen oder eine eigene Rüstung aus dem neuen Material, neues Erz, ein komplett neues Erz und Hanium. Auch super geile Erfindung. Diese Angriffskraft während Kälte, okay, die braucht man jetzt nicht unbedingt, ne, aber trotzdem geile Sachen, ne, das ist schon nice. Wichtig, hier diese Rutschrüstung, das ist super wichtig. Aero-Rüstung, super wichtig. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt zu erwähnen. Kletterrüstung, auch geil, aber die wichtigste ist eigentlich die Ninja-Hose und oder entweder die grimmige Gottheit oder die Barbaren. Ja, also eins von beiden. Weil das Angriffsboost ist einfach das Geilste. Ja, und auch Easter Eggs, ne? Die alten Sachen, du kriegst hier also das ist ja die Original-Tunika, ne? Das ist ja das Originalgewand eigentlich. Und auch diese alten Sachen noch, ne? Hier diesen Ring. Altes Haarband. So, weißt du, das ist halt Easter Egg-Style. Und das ist geil. Diese Rüstung ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel für irgendwas Easter Egg-mäßiges, aber ist auch geil trotzdem, ne? Ja. Habe ich noch irgendwas vergessen? Also, wie gesagt, das Spiel kriegt volle Punktzahl bei mir. Absolut. Ich habe da nichts gegen zu sagen. Batterien. Ja, das war auch geil. Parasegel, Stoffänderung. Auch geil. Teleport-Medaillon. Auch geil. Majoje. Nicht so geil eigentlich. Vor allem, weil mir da noch immer einer fehlt. Ja, aber, ja. Ne? Ja. Das mit den Irrlichtern auch super süß, ne? Ah, die Irrlichter. Mehr Zaumzeug fürs Pferd. Auch wenn wir nicht so oft mit dem Pferd unterwegs sind, weil wir halt das geile Fahrzeug hatten. Aber hey, trotzdem. Alles richtig, richtig geil gemacht. Gut, ich glaube, das war's. Also wie gesagt, es gibt volle Punktzahl. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal tatsächlich wieder, weil, ne, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Schloss Hyrule wartet noch auf uns. Wie gesagt, das war ja aus Versehen, dass wir es nicht gemacht haben. Aber wir wollen noch das Reckengewand holen. Wir wollen noch Kakariko beenden und diese Donnerrüstung hier sammeln. Das passiert aber alles mit Kakariko anscheinend. Deswegen, ja. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dahin, haut rein und tschüss.